Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Da war doch was. Ich hätte gerade Besuch bekommen, deswegen mache ich diesen Beitrag aus. Also ihr seid hier im Medienhaus und wir überlegen schon, wir schauen auch hin. So, da wir nicht so viel Zeit haben, können wir nicht einfach, die Zeit haben, können auch in 11 einfach mal so überbügeln, machen und tun, eine ISO-Datei und was weiß ich nicht alles. Wir wissen genau, welche Schritte, aber wir haben die Zeit nicht dafür. Wir müssen auch Zeit opfern, um zum Beispiel Win11 aufzuspielen, da eine ISO-Datei erstellen, da einen bootfähigen USB-Treiber und so weiter und so fort. Es klappt halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber egal. So, wir haben halt festgestellt, auch wir haben recherchiert und wir haben ja auch gesehen, wie Greta unterwegs war mit ihrem puderroten Kopf, war sie da am Rumsingen. Alles schön und gut. Also wie gesagt, wir haben täglich Querdenkende, Freiheitsboten, ach, wie die alle sich schimpfen. Und wir arbeiten halt dran, Win11 wenigstens auf einen Rechner aufzuspielen. Ich werde es auch gleich nochmal versuchen. Nur es ist halt viel Arbeit. Ja, und jetzt? Hallöchen! Cut! Ach, Cut! Also ich hätte gerade angefangen, ich mache aber einen Cut. Willkommen bei den Filmemakern, also bei Filmemachern. Wir, die Oldstars, also wir haben schon genug gemacht. Dennoch machen wir weiter und es soll auch Spaß machen, auch uns. So. Die Feststellung ist halt, dass wir angegriffen werden. Ich finde ich hochgradig interessant, wenn man im Internet sieht, dass da Außerirdische, muss ich schon schmunzeln, und wenn ich Disney, also gestern habe ich Disney auch gesehen, da wurde der Jugend auch erklärt mit Außerirdischen und so weiter. Sie sind unter uns, den Film habe ich schon mal erklärt, wer so eine Brille findet und plötzlich anders aussehende Menschen sehen soll. Also mit Außerirdischen hat man ja immer schon experimentiert in Filme. Ich spreche jetzt alle Filmemacher an. The New Way of Filmmakers ist ja klar durch die neuen Kamera, die man von Canon kaufen kann, die man also auch in der Cinematik einsetzen kann. Ich habe mir natürlich gestern wieder eine sehr junge Lady, sag ich jetzt mal, angesehen, die also richtig Geld wohl zur Verfügung hat, weil sie hat das Teuerste, was man kaufen kann. So, das hat sie natürlich bei TikTok so richtig vorgestellt, in zig Videoclips hat sie das vorgestellt. So, es könnte sein, dass ich wieder unterbrochen werde. Ja, ich werde wieder unterbrochen. So, Shop-Geschichten sind ja natürlich für euch nicht so interessant. Deswegen werde ich so ein bisschen einstellen. Diese Shop-News werde dann versuchen, irgendwann doch wieder Aufzeichnungen tätigen zu können. Wir haben vieles gemacht und ich habe alles gelöscht, weil kann ich ja jederzeit wieder, ist überhaupt kein Thema. Aber im Moment, Zeche Zollverein kennt ihr ja, die Bilder habe ich euch gezeigt und die diversen Halden habe ich euch auch gezeigt. Wir haben halt für einen Kalender sowas hergestellt, Fördertürme und all solche Sachen. Aber für mich war das halt nur ein Spaß und deswegen konnte ich halt alles löschen. Ich habe, wie gesagt, alles gelöscht. Auch die ganzen Tricks, die wir aufgezeichnet, habe ich gelöscht. Auch die 3D-Studios, 2D-Studios, Green Studio, die Sachen alle gelöscht. So, ich arbeite daran, irgendetwas zu machen. Ich meine, mit TikTok geht es einfacher. Bei TikTok kann man einige Sachen machen. Und hier bei YouTube ist das immer so eine Sache. Gut, ich könnte irgendwelche Geräte kaufen, euch zeigen, wie man damit umgeht. Mache ich nicht, weil andere das ja schon gemacht haben. Wir arbeiten auch mit der Olympus. Wir arbeiten mit Canon, wir arbeiten mit Minolta, mit Panasonic, mit Sony. Alles, was man so bekommt. Mittlerweile ist es ja bezahlbar. Ein Mischpult direkt mit zwei Kameras hin und her. Okay, uns ist aufgefallen, wenn wir eine Kamera getestet haben,
und wir möchten die nochmal haben, dann gibt es die plötzlich nicht mehr, aus welchem Grund auch immer. Es gibt ja Kameras, also wir haben immer Kameras, die man nicht so mal eben kaufen kann, die wir dann testen. Wir haben zum Beispiel eine Kompaktkamera, wo in dieser Kamera eine Steady eingearbeitet ist. Das heißt, also diese Kamera hat schon den Anti-Wackler sozusagen. Wir können richtig damit arbeiten, trotzdem bleibt das Bild immer gerade. Wir müssen uns also nicht einen Zusatz kaufen. Ja? Wir müssen keine Zusätze kaufen. Die Kamera, wir wollen uns einfach nur aufbauen, Feierabend, Gas geben. Ne? Und nichts passiert, außer das Bild bleibt gerade. Auch bei den Autofahrten, das haben wir euch ja gezeigt. Und zwar die Fahrt mit dem Automobil, wisst ihr noch, den Oldtimer. Da war alles gerade. Da konnte man, ne? Ach, wunderbar. Also war in Ordnung, auch der Ton war gut rübergekommen, haben wir also gut hinbekommen. So, diesbezüglich haben wir jetzt auch sogar einen Schuh besorgt, einen Blitzschuh, den wir da draufsetzen können. Wir können also zusätzlich noch mit Licht arbeiten oder einen zusätzlichen Monitor. Also wir können diese Kamera noch richtig krass umbauen. Ja. Wir haben natürlich, also auf dieser Kamera haben wir sogar einen Zusatz drauf, um noch mehr Weite zu bekommen, Weitobjektiv, ja, müssen wir natürlich aufpassen, weil das Original ist ja zu klein, das große, ne, dann hat man an den Ecken, aber das kann man ja wieder ausbügeln, indem man auf der Timeline noch ein bisschen ranzoomt. So, wir haben festgestellt, das ist Full HD, das ist okay, gute Bildleistung, wir arbeiten dann immer in der Timeline im Push, das heißt also 4K Push. Wir versuchen das ein bisschen in der Berechnung höher zu leisten. Dauert zwar ein bisschen länger, aber hat uns gefallen, sieht gut aus. Wie gesagt, im Moment durch Corona, durch die ganzen Künstler, ist ja ein bisschen Bruch eingegangen. Also wir haben einen Bruch, der wirklich tatsächlich sich durch diese Branche zieht. Unser Studio haben wir jetzt im Moment ruhig, ich bin auch selber nicht drin und habe dort auch im Studio gar nichts gemacht. Merkt ihr ja, ich habe keinen Greenscreen hier, hätte ich ja machen können. Nö, nicht gemacht. Ja, ist halt so. Jetzt muss ich eben hier gucken, weil ich für eine Kundin da versuche, was zu drucken. Ja, ist halt nicht einfach. Also viele von euch haben modernste Maschinchen in den Händen, ne? Aber ihr habt nicht den Zusatz. Ihr habt nicht Google oder irgendjemand, sondern ihr habt da irgendeine fremde Firma, die nicht mal eben so hier anlandet. Ist so. Ich habe also auch viele mehrsprachige Bürger aus dem Ausland, die halt ihren Provider im Ausland haben. Und somit wird das nicht einfach mal eben von hier nach da übermittelt. So einfach ist es nicht. Es geht immer zum Provider und vom Provider hier. Ja, wen haben wir denn da? Hast du geschafft? Nee, Finanzamt.